So, ich glaube, ich bin schon online. Ich bin mich hier gerade noch ein bisschen am Einrichten, werde noch einen Schluck Wasser trinken und dann werden wir uns mal gemeinsam auf die Panini-Vorschau stürzen und an der Stelle schon mal der Gause Swaps gegrüßt. Freut mich, dass du schon mal eingeschaltet hast, Diggi. Und ist mal wieder ein relativ spontaner Stream. Relativ deswegen, weil ich wusste, dass heute die Panini-Vorschau rauskommt. Allerdings weiß ich, dass noch eine Schütze, was du Schlange. ich. Aber der gute Fendi, der an der Stelle auch gegrüßt ist, da hätte eigentlich auch dabei sein wollte, aber leider nicht konnte, weil er heute leider keinen Laptop am Start hat, hatte für mich die ganze Zeit die Panini-Vorschau mit im Blick gehabt und wie gesagt, heute leider nicht mit dabei, der gute Fendi. Aber ich gehe fest davon aus, dass er das nächste Mal wieder mit dabei sein wird, weil ich denke mal, ihr könnt euch das schon denken, so die Zukunft ist geplant, den Fendi immer mit für die Panini-Vorschau mitzunehmen, weil beim Z-Man ist immer das Problem, der wird zu sehr gespoilert vor dem Vorschau, weswegen er die allgemein nicht so gerne mitmacht. Der Sinus ist halt immer nur spontan dabei, in Anführungszeichen nur spontan dabei. Beim Sinus ist es halt immer so, dass er so hart eingeplant ist in sein Arbeitsleben und alles, dass ich ihn nie hundertprozentig einplanen kann, weswegen das da auch nie so so fest möglich ist, dass der Festi Panini-Vorschau mitmacht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ist eingeplant, dass der Fendi in Zukunft immer mit dabei ist bei der Panini-Vorschau, aber heute hat er leider keine Zeit. Und was heißt keine Zeit? Das stimmt ja gar nicht. Der ist ja auch schon in die Kommentare am Schreiben. Heute hat er nur keinen Laptop, weswegen er nicht dabei sein kann. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Panini-Vorschau wie immer ein paar Tage früher online geht. Ist heute leider nicht oder dieses Mal leider nicht der Fall gewesen. Weswegen jetzt der Stream am Freitag ist und das wiederum führt halt mit sich, dass es jetzt heute ein bisschen spontan für mich ist, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass er erst Freitag online geht. Aber ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier noch länger im Kreis rede, mein Gerede, stürzen wir uns auch rein. Und bevor wir uns reinstürzen, ist an der Stelle auch noch der Ken gegrüßt, der gute Fendi gegrüßt, der gute Shadow of DC gegrüßt, der gute Tim FN gegrüßt, der gute Anton gegrüßt und der gute Mr. Wiley Sir. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, um diese. Ich sag mal, relativ ungewöhnliche Uhrzeit auch, weil normalerweise streame ich eigentlich immer so gegen 20 Uhr. Ich denke mal, viele Leute sind noch auf der Arbeit und werden dann wahrscheinlich oder hoffentlich den Re-Upload gucken von dem heutigen Livestream. Und ich würde sagen, komm, wir stürzen uns rein. Auf dem Cover sehen wir schon Avatar, der Comic zum Kino-Hit. Und ich denke mal, ich werde mir das kaufen. Ich bin gerade in so einem kleinen Hype. Habe mir gestern mit meiner Frau und meiner Mutter Karten vorbestellt für die Release-Woche von Avatar, dass wir uns den da in 3D reinziehen. Ich habe nämlich damals den ersten Avatar-Teil nicht in 3D gesehen gehabt und das bereue ich bis heute, weil ich würde den gerne mal in 3D sehen und ist ein toller Film gewesen. Das ist kein so krasser Film, dass ich ein riesiger Avatar-Fan dadurch geworden bin, aber es war ein verdammt guter Film und das Handy-Internet spinnt. Auf jeden Fall ein guter Film und man hat halt nicht ausgereicht, dass ich jetzt zum harten Fanboy von Avatar werde und trotz dessen habe ich tierisch Bock, mir jetzt den zweiten Teil reinzuziehen und bin auch echt gespannt drauf, wie gut das 3D dann tatsächlich sein wird, weil ich habe schon ein paar Mal gehört, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch, dass der erste Avatar-Film so der Film mit dem besten 3D überhaupt sein soll. Und der gute Kanara ist an der Stelle auch gegrüßt. Und der gute Fendi schreibt, dass er dafür heute im Chat mit dabei ist. Und der gute Spitzkopf Larry ist an der Stelle auch gegrüßt. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Pforte im Vorgeplänkel erstmal zur Cover der Panini-Vorschau verloren. Wow, jetzt habe ich den Satz gerade noch so retten können. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt mal rein und irgendwie ist ja gestern mein Laptop langsam geworden. Warum auch immer. Mr. Blue ist an der Stelle auch gegrüßt. Ken streamst du heute auch schon wieder. Der Ken streamt heute auch. Hatte der heute noch auf Instagram gepostet. Der gute Mr. Blue hat mich gerade eben gefragt. Und ja, irgendwie seit gestern ist der Laptop ein bisschen langsam. Das sieht man schon hier beim Blättern. Total komisch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das Ding auch auf dem Laptop euch reinziehen solltet, ob es bei euch auch so ein bisschen ruckelig ist von der Animation. Und Ken schreibt auch noch, der Trailer zum zweiten sah auch schon episch aus in 3D. Glaube ich. Ich habe den Trailer auch im Kino gesehen, aber noch nicht in 3D. Und ich habe echt Bock auf den Film. Also ich bin auch echt froh, dass ich ihn jetzt in der Startwoche sehen kann, weil ihr kennt das ja selber, dass wenn man auf Instagram sagt, was ist das jetzt gewesen? Wiederverbindung erfolgreich? Ich war kurz vom OBS weg. Wie gesagt, ich meine auch mein Internet wäre heute echt bescheiden. Ich sehe aber auch, dass ich mit dem WLAN verbunden bin, obwohl ich das Kabel reingesteckt habe. Komisch. Aber jetzt läuft's. Und damit stürzen wir uns dann jetzt auch wirklich auf die ersten Veröffentlichungen hier. Was einmal Batman Gotham Knights Heft Nummer 4 und 5 ist, also die Comics zum Videospiel, und das steht auch nochmal bei. Jedes Heft mit Bonuscode für ein exklusives Game Asset.
Game is that? Habe ich noch nie gehört, so den Begriff. Erwähnung an der Stelle von mir an euch, also die Leute, die eine PlayStation oder einen PC zu Hause stehen haben, werden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, weil aus den ersten Heften haben die Codes auf der Xbox nicht funktioniert. Liegt ja daran, dass das irgendwie eine falsche Anzahl an Zahlen ist und bei der Xbox müsste der Code, glaube ich, 12-stellig sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Man kann das aber hingehen und die Codes für die Xbox aktivieren, das muss man aber auf der Internetseite machen. War wohl so im ersten Heft noch nicht geschrieben und ich habe das mitbekommen, weil mir ein paar Zuschauer geschrieben hatten, dass ihre Codes auf der Xbox nicht funktionieren, wurde dann das aber auch die Tage geupdatet. Dass die mittlerweile funktionieren, dass man die Xbox-Codes halt nur vorher auf der Internetseite aktivieren muss. An der Stelle ist der gute Ken auch gegrüßt. Wie sieht es bei dir mit Updates aus? Meiner Erfahrung nach gibt es immer solche Probleme, wenn ein Update nicht ganz da sind. Ich habe ihn eigentlich zuletzt geupdatet beim letzten Mal runterfahren. Das war sogar erst vor 2 Tagen, aber irgendwie seit gestern ist er ein bisschen langsamer. Aber vielleicht liegt es auch am letzten Update und das muss nochmal geupdatet werden, damit es dann flüssiger läuft. Und ich weiß das gerade nicht, ob ich den Andi gerade gegrüßt habe. An der Stelle bist du einfach nochmal gegrüßt. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hole mir die Comics nicht zu Batman Gotham Knights, obwohl ich es erst kurz überlegt hatte, aber das Spiel spricht mich gar nicht an, weswegen ich um die Comics auch einen Bogen mache. Und wenn ihr einen Xbox zu Hause stehen habt oder halt bei... Ich wollte gerade sagen, auf der Xbox-App zockt auf dem PC, aber ich glaube, dann habt ihr es wahrscheinlich trotzdem eher bei Steam gekauft. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, die Xbox-Codes muss man erst im Internet aktivieren. Und Murphy X hat auch wieder eingeschaltet und ist an der Stelle auch wieder gegrüßt. Freut mich, dass du heute auch mit dabei bist. Dann geht's weiter mit Batman Shadow War. Habe ich erst vor 2 Tagen mit dem Fendi bei der Panini Halbjahresvorschau besprochen, dass der Titel ja im Englischen komplett anders ist. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, wie er ist. Es kommt auf jeden Fall das Wort Shadow drin vor. Ich glaube, das Wort War und Batman jeweils nicht, aber im Deutschen wurde das dann halt in Batman Shadow War übersetzt. Soll aber eine gnadenlos gute Story sein. Ich sehe gerade erst, dass das ein Crossover zwischen Batman und Deathstroke ist. Das wusste ich gar nicht. Also das ging zumindest aus der Halbjahresvorschau nicht hervor und werde ich mir holen. Soll eine gute Geschichte sein und ich mag auch das neue Robin-Outfit extrem gerne. Sei an der Stelle mal am Rande angemerkt. Und ihr seht es selber, ne? Ey, der ist übertrieben hakelig am Umblättern, der Laptop. So, dann Batman 69 und 70. Heft 70, Start der US-Miniserie Batman Killing Time von Eisner Award-Gewinner Tom King. Es kommt wieder Tom King-Material in Heftformat. Oh Gott, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Finde ich ja total nice. Und ich habe die Serie eben Abo, ist aktuell mit Star Wars und der Ultimate Spider-Man-Serie, die einzige Serie, die ich im Abo habe. Und Pflichtprogramm, ich hänge 12 Hefte hinterher, habe jetzt aber einen Grund, in der zwischen Weihnacht und Neujahr Zeit komplett die Leselücke aufzufüllen, damit ich mich dann im Februar ganz genüsslich auf Tom King am Batman stürzen kann. Und der gute Dude fragt, wer morgen alles auf der Comic-Con in Dortmund ist. Ich bin dieses Jahr leider nicht da, hatte eigentlich Bock gehabt hinzugehen, aber irgendwie passt das bei mir zeitlich gerade nicht und wenn ihr auch da seid, ballert es gerne mal in die Kommentare rein. Auf der anderen Seite Batman Detective Comics, die Hefte 66 und 67. Und das Cover von Heft 67 mit dem Pinguin drauf ist ja mal der absolute Knaller. Backup-Story mit dem Pinguin, Bane und anderen berüchtigten Schurken von Eisner Award-Gewinner Mariko Tamaki, die gute Dame, die ich immer wieder erwähne, wenn es darum geht, dass ich sie auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schlecht finde, weil sie auf der einen Seite Sachen geschrieben hat, die ich echt abgefeiert habe, aber auch meine geliebte She-Hulk-Serie komplett gegen die Wand gefahren hat, nachdem es ein extrem guter Start gewesen ist, weswegen die für mich jetzt nicht als Indikator dafür ausreicht, mir was zu holen, aber ich bin halt ein Hardcore-Batman-Fan, weswegen ich bei Batman Detective Comics mittlerweile sogar auf aktuellen Stand bin. Ich lese es nur aktuell im Trade-Format, sprich, ich habe jetzt die große Hoffnung, dass dieses Pinguin-Cover für den Trade der Detective Comics Serie genommen wird, damit ich den dann auch irgendwann schön zu Hause in der Sammlung habe, also den Trade mit dem Cover. You know what I mean. An der Stelle ist auch der gute Noah Comic gegrüßt. Freut mich, dass du auch eingeschaltet hast, Diggity. Batman Killing Time ist eine Miniserie gewesen, schreibt der gute Spitzkopf Larry noch dazu. Spricht aber auch dafür, dass ich mich vielleicht sogar auf Heft 70 schon stürzen kann, wenn ich die anderen Hefte noch nicht abgelesen habe, weil ich dann halt im Miniserienformat einfach mal vorwegnehme. Mal gucken, wie ich es mache, wenn es soweit ist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Flashback Beyond, Band Nummer 2 von insgesamt 4. Freue ich mich tierisch drauf. Ich fand es ja eh schade, dass nach dem Flashpoint-Event jetzt irgendwie 10 Jahre nichts mehr in diesem Universum erzählt wurde. Und hatte die ganze Zeit Bock drauf, weswegen für mich Flashpoint Beyond auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm ist. Geschrieben ist das ganze Ding unter anderem von Geoff Johns. Und da bin ich richtig froh, dass der als Autor mit dabei ist, weil der hat damals auch Flashpoint geschrieben, demzufolge das ganze Universum
Ersonnen, wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass er sich das Universum alleine ausgedacht hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ganze Flashpoint-Universum halt am Tisch von ganz vielen Kreativen zusammen entwickelt wurde, um die New 52 einzuläuten. Dass es vielleicht nicht komplett allein auf dem Mist von Geoff Johns gewachsen ist und obendrauf ist auch noch der gute Jeremy Adams und Tim Sheridan mit dabei. Und ja, Pflichtprogramm werde ich mir definitiv holen. Was ich nicht lese, ist aktuell die Justice League und ich finde es auch echt schade, dass Bendis die Justice League an die Hand bekommen hat, weil, was wir oder was die meisten wahrscheinlich von euch wissen, Bendis funktioniert extrem gut bei Street-Level-Helden. Sprich, so ein Held wie Batman, wie Nightwing, wie Moon Knight, wie Daredevil. Das sind so die Helden, an denen ich Bendis extrem abfeier. Was nicht so gut funktioniert, sind overpowerte Helden, habe ich so das Gefühl, weil irgendwie funktioniert es halt bei der Justice League nicht so richtig. Also bei mir hat es nicht ausgereicht, dass ich mir die nächsten Hefte noch hole. Ich habe davon nur das erste Heft gelesen, fand das unterhaltsam. Habe aber auch meiner Review dazu schon gesagt, dass ich da schon die typischen Bendis-Probleme sehe. Und irgendwie hat das die ganze Sache für mich dann eine Woche später nochmal krasser überschattet, weswegen ich die Serie halt nicht weiter verfolgt habe. Und sein Superman-Start fand ich auch echt super stark. Also den Start fand ich stark von Superman an, von Bendis an Superman. Habe aber auch damals direkt gesagt, dass meine größte Angst ist, dass er irgendwie mal Superman und die Justice League schreibt. Und Superman habe ich auch nicht bis zum Ende gelesen, weil irgendwann war es mir dann zu Bendis-lastig. Ich sage es immer wieder, das war bei mir dieses Event, ich wollte gerade sagen La Triviñeta, aber das hieß ja komplett anders. Leviathan. Leviathan war das Wort. Auf jeden Fall dieses Event Leviathan war schuld, weil den Aufbau des Events, das ganze Hinarbeiten fand ich extremst gut geschrieben. Und dann kommt die Auflösung von Event und ich hätte kotzen können. Ich fand es so schlecht und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin aktuell nicht mehr an der Justice League dran und an der Stelle würde mich mal interessieren, wer von euch noch alles an der Justice League dran ist. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und Kanara schreibt, Black Friday ist blöd. Habe mir gestern 46 digitale Marvel Epic Collection für etwa 4,50 pro Ausgabe geholt. Sollte genug Lesestoff bis Silvester sein. Und ja, kenne ich selber mit Black Friday. Ich habe gestern zwei extremst geile Schnäppchen auf eBay gemacht und sehe gerade, dass der Kanara gerade mal Kanalmitglied geworden ist. Diggity! Danke dir. Jetzt sehe ich mal, wie das aussieht. Die Animation, das sieht ja richtig nice aus. Also, ich kenne das sonst immer da dran, wenn da das Symbol neben ist. Aber ich habe es noch nie live in einem Livestream erlebt. Und Diggity, danke dir. Und Leute, ganz kurz eine Real-Life-Story, was mir heute passiert ist. Ne? Unglaublich. Ich war heute Morgen bei der Bank, habe 300 Euro abgehoben und habe das Geld im Automatschlitz stecken lassen und bin dann wieder gegangen. Und mir ist es erst 15 Minuten später aufgefallen. Demzufolge war ich schon 15 Minuten von der Bank weg und war dann 15 Minuten später wieder da. Sprich, es ist eine ganze halbe Stunde vergangen. Mein Geld ist vielleicht weg. Ihr wisst selber, nach ein paar Sekunden wird das wieder reingezogen in den Schlitz und es wird dem Konto wieder gut geschrieben. Allerdings wohne ich hier an dem belebtesten Ort, den es in komplett Köln gibt. Es gibt, glaube ich, keinen belebteren Ort als direkt vor meiner Haustür. Und drückt mir bitte mal alle ganz fest die Daumen, dass mir das Geld gut geschrieben wird. Ansonsten hat mich heute Morgen der Morgen einfach mal 300 Euro gekostet. Ich könnte so hart über mich selber kotzen. Also es gab selten Momente, wo ich so wütend auf mich selber gewesen bin wie in diesem Moment. Und auf jeden Fall einen beschisseneren Start in den Tag hätte es gar nicht geben können. Und der gute Kanara ist gerade Kanalmitglied geworden. Deswegen ist jetzt nur noch 299 Euro und 1 Cent Verlust sind. Und boah, ey, miese Sache und nochmal ein dickes, fettes Danke raus an den Kanara und an der Stelle diese kleine Real-Life-Story am Rande, die mich heute Morgen so hart zerstört hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mir geht es immer noch richtig scheiße deswegen, also das tut richtig weh, aber ja, der gute Fan, die konnte mich dann auch ein bisschen damit trösten, dass ihnen das schon zweimal passiert ist und dass ihnen das Geld wieder gut geschrieben wurde. Schreibt sie gerade auch nochmal in die Kommentare rein, aber wenn ihr wüsstet, wo ich wohne, also ihr wüsst es ja, ich wohne in Köln, aber wenn ihr wüsstet, wo ich in Köln wohne, es gibt keinen belebteren Ort und ich habe echt die große Hoffnung, dass einfach keiner zum Automaten gegangen ist, aber ja, ey, alleine vor meiner Haustür wohnen, glaube ich, 30 Obdachlose, also hier ist alles voll mit Menschen, da wo die Bank ist, sind eigentlich auch immer Obdachlose am Chillen. Und ich kenne auch alle tatsächlich mittlerweile, also es gibt glaube ich kaum einen Obdachlosen, den ich hier nicht kenne, das ist total krass, irgendwann kennt man halt die komplette Nachbarschaft, wenn man eine gewisse Zeit wo wohnt und der da immer an der Bank steht, da würde ich sogar davon ausgehen, dass der so ehrlich wäre, dass er mir direkt gesagt hätte, Diggi, ey, du hast das hier vergessen und
Ich habe den heute Morgen nicht gesehen. Ich habe auch keinen anderen eigentlich so da chillen sehen. Aber ihr wisst selber, wie das ist im Morgenbrabbel. Vielleicht war da irgendein böser Mensch, der sich dachte: Oh, geil, da sind 300 Ocken. Aber vielleicht habe ich auch Glück und es war irgendein cooler Mensch da, der sich dachte: Ey, da sind 300 Ocken. Ich warte mal, bis sie in den Schlitz verschwinden, weil dann werden sie dem Pretty Nice Guy, der gerade weggegangen ist, wieder auf dem Konto gut geschrieben. Oder ein guter Mensch, der sich dachte: Ich grab mir das Geld und gehe zum Bankschalter von der Kreissparkasse, sage: Ich habe das um so und so viel Euro gefunden. Bitte schreibt das den Herren wieder gut, weil als ich das Geld hier abgehoben habe, daneben ist noch ein Bankautomat, hat jemand anders da Geld abgehoben. Und wenn der sich das Geld gegrabt haben sollte, ist es ja auf Kamera und die Bank hat direkt die Daten, sprich, dann ist es vielleicht ein bisschen Trouble mit einer Anzeige und so einer Kacke, aber ich würde das Geld auch wieder bekommen. Aber Alter, ey, das war echt ein mieser Abfuck direkt am Morgen. Und wenn nicht gleich wer hinter dir stand, sollte doch es doch geklappt haben, schreibt der gute Kane. Ja, könnte sein, aber du weißt nicht, wie belebt es hier ist. Ey, könnt ihr euch das nicht vorstellen, was vor meiner Haustür los ist, wie viele Leute ich alleine auf dem Weg zum Auto sehe. Und das Problem ist, zurzeit steht mein Auto nicht in der Parkgarage, da wird ist gerade Baustelle, sprich, ich stehe komplett woanders und ich habe morgens circa 15 Minuten Fußweg zum Auto. Sprich, Geld, Gedrängel, hast du nicht gesehen, 15 Minuten zum Auto, dann fällt mir ein, dass ich mich nicht daran erinnern kann, das Geld ins Portemonnaie gesteckt zu haben. Ich gehe wieder zurück und ja, ey. Was erzähle ich euch? Ich grüße den Groot an der Stelle nochmal und immerhin hemmen die Cams gegebenenfalls, dass sich niemand krallt, hat der gute Mr. Blue geschrieben. Der gute Murphy X schreibt noch: Oh Schreck, ich drücke dir die Daumen, André, dass du das Geld wiederbekommst auf dein Konto. Bitte drückt mir alle ganz fest die Daumen, weil wenn das Geld weg ist, das wird mich halt echt. Eieiei, das ist nicht wenig Geld, dafür gehe ich lange arbeiten und. Jungs, Mädels, drückt mir mal alle fest die Daumen. Wenn mir jetzt hier alle die Daumen drücken, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nochmal ein bisschen höher, dass es mir gut geschrieben würde. Auf jeden Fall ein mieser Start ins Wochenende und an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Danke raus an den guten Kanara, dass er hier Kanalmitglied geworden ist. Und demzufolge jetzt alle Videos immer mindestens einen Tag vor Veröffentlichung sehen kann. Zurzeit habe ich nichts auf Halde. Sobald ich aber wieder ein paar Videos auf Halde habe, wirst du selber sehen, sind die immer mindestens einen Tag vorher freigeschaltet für Kanalmitglieder. Und obendrauf sind ein paar Videos noch da am Liegen, das wirst du gleich sehen, die aktuell nur für Kanalmitglieder freigeschaltet sind, die längere Zeit nicht mehr auf dem Kanal waren, jetzt wieder dazu finden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Tobt dich aus auf der Kanalseite. Und dann geht es auch schon direkt weiter mit Justice League 14, wo der Tod von der Justice League drin veröffentlicht wurde. Ich dachte tatsächlich, dass das eine eigene Serie wäre und dass das im deutschsprachigen Raum dann vielleicht im Trade-Format veröffentlicht wird, aber es wird in der Heft-Format veröffentlicht. Und demzufolge werde ich mir die Hefte holen und zum Glück werden die nicht von Bendis geschrieben und von dem guten Joshua Williamson. Williamson. Ich bin mir unsicher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Williamson. Müsste doch auch so ausgesprochen werden, wenn es ein US-Name ist. Ich bin immer so verunsichert, weil ich Namen so oft falsch ausspreche. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das werde ich mir in Heftformat holen. Und habe ich Bock drauf. Und ich bin mal gespannt, was DC tatsächlich draus machen wird. Die Zeichnungen, die hier neben mir eingeblendet sind, sehen auf jeden Fall auch schon mal richtig nice aus. So, dann wieder eine haktige Blätteranimation. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, auch wenn ihr das im Reupload guckt, ob es bei euch auch so aussieht, wenn ihr auf dem Laptop blättert oder ob gerade irgendwas mit meinem Laptop nicht stimmt. Dann Batman One Bad Day Riddler. Hatte ich auch schon mit dem guten Fendi in der Halbjahresvorschau besprochen. Finde ich interessant. Also dieses Tom King One Bad Day Riddler Ding werde ich mir definitiv holen. Ist für mich absolutes Pflichtprogramm, weil Tom King vorne drauf steht und Tom King tatsächlich auch der Autor ist, der es geschafft hat, mir den Riddler interessant zu machen, nachdem ich eigentlich der Riddler jahrelang gar nicht wirklich interessiert hatte. Und ob ich die Serie komplett verfolge, weiß ich nicht. Was ich gerade recht positiv finde, ist, dass hier keine Nummerierung ist, weil ich fand es ein bisschen schade bei der Halbjahresvorschau, dass diese ganzen One-Bad-Day-One-Shots im deutschsprachigen Raum durchnummeriert werden, was dann vielleicht den ein oder anderen oder die ein oder andere davon abschreckt, das Ding zu holen, wenn man es nicht mag, dass man jetzt eine lose 5 in der Sammlung drinstehen hat. Jetzt ist es hier allerdings nicht mit einer 1 oder irgendeiner anderen Nummer angekündigt, deswegen ich mir gut vorstellen kann, dass da die Planung von Panini nochmal umgeworfen wurde und dass man das ganze Ding ohne Nummerierung veröffentlicht, was ich persönlich definitiv begrüßen würde. Und der erste Band ist für mich absolutes Pflichtprogramm. Das gleiche gilt für Punchline Pro. Der Prozess wird sich auch definitiv gekauft. Ich finde tatsächlich mal wieder das Standardcover schöner als das Variantcover. Wundert mich. Ist übrigens auch drüben beim Riddler-Band der Fall. Da finde ich auch das Standardcover viel schöner als das Variantcover. Und ja, hier, wie gesagt, Punchline werde ich mir definitiv holen. Wenn das Comic gut ist, werde ich mir noch mehr holen. In erster Linie hole ich mir das jetzt erstmal, weil ich von Punchline noch keinen Solo-Comic in der Sammlung habe. Stimmt nur so halb, weil der gute Eiserne, der auch gegrüßt ist, hatte mir mal einen One-Shot geschenkt von der guten Punchline. Und
Aber halt als US-Heft, deswegen habe ich es nicht gelesen, weil mein Englisch ist halt miserabel. Und ich will was von Punchline lesen und habe Bock drauf. Wo ich auch Bock drauf habe, ist Catwoman Band 8. Nices Cover. Ist das nicht sogar die. Sah gerade ein bisschen aus wie. War es Michelle Pfeiffer? Ich weiß, ich wüsste, ich kann mir keine Namen merken. Die Catwoman Tim Burton Batman-Film gespielt hat. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass es nicht Michelle Pfeiffer war. Aber vielleicht war es doch Michelle Pfeiffer. Ballert mal in die Kommentare rein, ob die es war. Auf jeden Fall erinnert die Dame auf den Cover mich sehr an sie, gerade in dem Moment. Kann aber auch daran liegen, dass ich das Bild da gerade so klein eingeblendet habe. In DIN A4 kann es dann nochmal komplett anders wirken und sie sieht dann wieder ganz anders aus. Danach dann die gute Harley Quinn, habe ich letztens erst gesagt. Ich bin komplett raus bei Harley Quinn. Es sei denn, es ist DC Black Label, dann wird es sich geholt. Und was ist mit Catwoman Kane? Riddler hole ich auch, schreibt der gute. Fendi, der Riddler reizt mich und Mr. Freeze, der Rest nicht, schreibt der gute Kell noch zu dieser One-Bad-Day-Serie. Und im Prinzip reizen mich alle von den Bänden. Ich mache es tatsächlich dann, glaube ich, vom Autoren mit abhängig, weil alle werde ich, denke ich mal, nicht lesen davon. Dann geht's weiter mit Batman, Dear Detective, einem Brief an den dunklen Rittern, geschrieben und gezeichnet von Lieber Mergio. In der Halbjahresvorschau mussten der gute Fenui und ich noch mutmaßen, ob er es geschrieben und auch gezeichnet hat, weil da wurde leider die Zeichner nicht erwähnt in der Halbjahresvorschau. Jetzt steht es hier, haben sie es auch schon gedacht, haben auch schon in einer anderen Vorschau gesagt und ist für mich absolutes Pflichtprogramm ist übertrieben, aber ich werde es mir holen, ich habe Bock drauf. Ich feiere Lieber Mergio mehr als Zeichner als Autorin, aber das Ding, wie gesagt, werde ich mir definitiv holen. Dann haben wir hier noch das Variant-Cover und das Standard-Cover wieder am Start und auch hier muss ich sagen, finde ich das Standard-Cover wieder fetter als das Variant-Cover, aber ist an der Stelle dann ja auch günstiger, also halb so wild, dass ich das normale Cover schöner finde als das Variant. Was für mich auch Pflichtprogramm ist hier die Jurassic League. Ich hatte mir das USF geholt, wo ich das Store gesehen hatte. Ich muss mal gerade gucken, ob ich es hier gerade griffbereit habe. Ich glaube, da war es. Ich habe es hier den Grab bekommen. Das hier hatte ich gesehen gehabt und fand das Cover so cool, dass ich da einfach nicht dran vorbeigehen konnte. Hatte dann reingeblättert, fand auch die Zeichnungen im Inneren echt nice. Und seitdem warte ich darauf, dass das Ding endlich auf Deutsch veröffentlicht wird. Jetzt wurde es angekündigt von Panini und ja, auch ein nice Cover. Ich bin froh, dass ich mir das Cover nicht geholt habe, was ihr da seht. Da war ich noch kurz im Überlegen, aber ich fand das Cover dann doch so viel nicer. Und finde es cool, dass es ein anderes Cover als ein Trade ist, als bei den US-Heft, was ich mir geholt habe, weil es mir schon so oft passiert, dass ich mir ein US-Heft wegen dem Cover geholt habe und das gleiche Cover dann auf den deutschen Trade draufgekommen ist. Und ja, ärgert da manchmal. Dann hier Superman Action Comics, schon Trade 3, der da mittlerweile rauskommt. Superman von Warworld und, das ist der Superman von Mr. Righty, Sir, der davon auch das US-Heft gecovert hat. Ihr wisst, was ich meine, das US-Heft gepostet hatte auf Instagram. Und an der Stelle könnt ihr auch gerne mal den Mr. Righty, Sir auf Instagram abchecken. Hat auch eine Instagram-Seite und postet da immer recht fleißig, wobei ich mir gerade überlegen, der macht mehr Stories, als er postet, aber er postet auch viel. Also checkt gerne mal den Mr. Righty Sir ab, wenn ihr das Cover sehen wollt. Und ja, ich habe den ersten Band noch nicht hier stehen. Ich muss mir die Bände noch kaufen, will die definitiv lesen und bin gespannt, was jetzt bei Superman abgeht, jetzt wo der gute Bendis nicht mehr dran ist. Teen Titans von George Perez. Habe ich das auch erst vor ein paar Tagen gesagt, da bin ich raus, irgendwie nie wirklich mit warm geworden und vielleicht gebe ich denen irgendwann nochmal eine Chance, wenn ich richtig, richtig Bock drauf habe. Wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, ist hier Batman, Superman, Worst Finest, auch wenn es Mark Waid geschrieben hat, aber ich liebe Batman und Superman im Team ab und sind eh zwei meiner liebsten Helden und deswegen eh für mich Pflichtprogramm, dass ich mir den Band holen werde und finde es richtig cool, dass es da wieder eine Team-Up-Serie gibt. Und ich glaube, in dem Fall finde ich das Variant-Cover cooler. Ist das Jim Lee-Variant? Und vielleicht wird es das Variant. Ich mag auch das Normale, aber das Variant finde ich an der Stelle tatsächlich schöner. Dann Aquaman, das Atlantische Vermächtnis. Geschrieben von Brandon Thomas und Chuck Brown. Komplette Miniserie in einem Band. Action ohne Ende. So viel überraschende Wendungen. The Comic Book Dispatch. Kennt eigentlich irgendeiner von euch oder irgendeine von euch diese Seiten, die Panini immer rezensiert oder besser gesagt immer zitiert für die Panini-Vorschau, weil ist schon klar, dass Panini da US-Blogs für nimmt, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Panini-Vorschau gedruckt ist, hat noch kein deutscher Blogger das Ding vorgestellt und besser gesagt deutschsprachiger Blogger.
Ich finde, dieses Deutschsprachige muss man immer erwähnen, weil es ja nicht nur Deutschland ist, wo Deutsch gesprochen wird, weil es gehört auch noch Schweiz und Österreich dabei. Was man dann auch Dachländer nennt. Vielleicht gewöhne ich mir an, in den dachsprachigen Ländern, aber es hört sich komplett blödsinnig an. Aber ihr wisst, was ich meine. Kein deutschsprachiger YouTuber oder Blogger hat bis jetzt die Möglichkeit gehabt, diese Serien zu lesen, wobei das auch nicht stimmt. Je nachdem, wenn das halt eine Bloggerin oder ein Blogger ist, die oder der US-Material vorstellt, könnte man sogar deutschsprachige Blogger für diese Sachen zitieren. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare rein, falls ihr irgendeinen der Leute kennt, die hier gerne mal zitiert werde. Und so viel zu dem Thema. Hier Atlantisches Vermächtnis, Miniserie, werde ich mir definitiv holen. Dann Joe Hill, Sea Dogs, Blutige Wellen, ist ein Vielleicht-Kandidat. Ist ein Fleischkandidat. Irgendwie gefällt mir das Cover gar nicht. Obwohl es sogar schön gezeichnet ist, aber irgendwie sieht es komisch aus, wie die Hunde auf dem Wasser rumlaufen. Und ist ein Vielleicht-Kandidat. Fables 4 werde ich mir nicht holen. Sandman 10 werde ich mir auch nicht holen. Also demzufolge ist das schon mal eine Seite, wo zwei Sachen nicht bei mir landen werden. Dann Sandman Albtraumland. Cover sieht nice aus. Auch das, die hintere Zeichnung sieht nice aus. Werde ich mir nicht holen. Und damit sind wir auch schon bei der. Das war schon mit DC. Es ist echt wenig, was jetzt im Januar und Februar bei mir landen wird von DC Comics. Der gute Juice Comic Corner, der an der Stelle auch gegrüßt ist. Warum zeige ich jetzt so für einen Gruß? Für einen Gruß zeige ich meistens so. Auf jeden Fall, der ist an der Stelle auch gegrüßt. Hatte mir schon geschrieben gehabt, dass da jetzt gar nicht mal so viel drin ist, was interessant ist. Und ja, ich sehe es gerade selber. Bei DC war jetzt gar nicht mal so viel dabei. Dann haben wir hier die Hachette Collection, wo Maximum Carnage ganz interessant ist für die Leute, die die Collection verfolgen. Hulk Unsterblich ist auch. Das müsste doch sogar der aktuelle Run sein. Krass, ist der aktuelle. Also. Der ist nicht mehr ganz aktuell daran, aber der letzte Erring One müsste das dann an der Stelle sein. Krasse Sache, dass der jetzt schon in der Shatter Collection drin landet. Oh, da ist tatsächlich mal wieder was dabei, was ich mir vielleicht holen werde, obwohl ich mir eigentlich nichts mehr aus der Shatter Collection holen wollte. Aber Avengers West Coast, Scharlachrote Rache, ist wahrscheinlich ein Band, den ich mir holen werde, weil ich habe nichts von den West Coast Avengers in der Sammlung drin. Und ich gehe mal davon aus, dass Avengers West Coast die West Coast Avengers sind und da möchte ich mindestens eine Veröffentlichung von haben und den Band werde ich mir wahrscheinlich holen und Young Avengers Geheime Identität auch noch so ein Ding, wo ich vielleicht mal reingucken würde und das Mutantenmassaker, das hatte der Sir Acer mir noch geschrieben gehabt, dass das Ding jetzt reprintet wird und länger nicht mehr erhältlich ist und ich glaube mit den West Coast Avengers und dem Mutantenmassaker sind zwei Titel dabei aus der Hachette Collection, die ich mir tatsächlich mal wiederholen werde und hier Ken schreibt es auch schon rein mit der Mutantenmassaker und ist ganz cool mit dem Herz dahinter. Dahinter sieht man das direkt. Also Jungs und Mädels, wenn ihr einen Titel seht, den ihr holen werdet, wäre es ganz cool, wenn ihr den in die Kommentare hier im Live-Chat schreibt, mit einem Herz dahinter, dann sticht das immer so ein bisschen aus der Masse raus und man sieht direkt, was wer hier kauft. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also gerne mit Herz in die Kommentare schreiben, welche Titel ihr euch hier holt. Auch gerne im Nachhinein im Reupload. Und an der Stelle ist der gute Marcel CGN gegrüßt und freue mich, dass du auch eingeschaltet hast, DGD. Und ich würde sagen, ich guck mal, wer noch dazugeschaltet hat, den ich verpasst habe. Aber ich sehe, ich habe keinen verpasst, in dem Folge können wir uns jetzt aufs Marvel-Programm stürzen und blättern um. Dann geht's weiter bei Marvel mit der Ultimate Spider-Man Collection, die ich mir definitiv holen werde. Also, wenn es so weitergeht wie mit den ersten Bänden, werden mich die 34 Bände definitiv bei Stange halten. Und das, obwohl Bendis die ganze Sache geschrieben hat. Dann hier auf der nächsten Seite haben wir die Avengers mit Heft 49 und 50. Und ich glaube, mit den aktuellen Jason Aaron One ist, seitdem ich wieder Comics lese, das längste Stück Avengers One veröffentlicht worden, was ich nicht mehr gelesen habe. Und ich finde es total schön, dass der Fendi mich liest. Und ja, es ist echt krass. Ich glaube, ich war noch nie so lange bewusst Abstinenz von den Avengers, wie es aktuell der Fall ist. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, wie sich die aktuelle Entwicklung entwickelt hat bei den Avengers. Also, was für ein Satz. Ihr wisst, was ich meine. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, wie sich das aktuell entwickelt hat bei den Avengers. Ob ich da aktuell voll was verpasse oder ob der Run einfach kacke ist. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben. Die Vorstoßen X-Men 11 und 12. Erst wollte ich einsteigen, dann habe ich die Heftserie nicht gelesen. Das habe ich durch die Halbjahresvorschau erfahren, dass davon auch eine Trade-Serie rauskommt und vom Fendi obendrauf beim Durchblättern der Halbjahresvorschau, dass in den Dachheften, ihr wisst, was ich meine, nur noch ein US-Heft veröffentlicht wird. Und demzufolge sich der Trade definitiv mehr lohnt als die einzelnen Hefte, weil die mit 36
Seiten 4,99 € kosten, was für einen Dachleser oder eine Dachleserin sich recht viel anhört. Das hört sich auch total doof an. Ihr wisst, was ich meine. Für eine Leserin oder Leser aus dem deutschsprachigen Raum hört sich 4,99 € für 36 Seiten recht viel an. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand im Vorfeld, dass Hefte recht günstig sind. Ich hatte mich da mit den guten Herren von Zauberstern Comics drüber unterhalten, den guten Simeon, der mich mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei der ganzen Inflation, den ganzen Sachen, die teurer geworden sind, so in den letzten 30 Jahren, die Comics bei ihrem stabilen Preis geblieben sind. Natürlich ist das Heftformat im deutschsprachigen Raum irgendwann mal von 4,95 € zu 4,99 € rübergegangen. Sprich, wir haben fast eine Verdopplung vom Preis. Trotz dessen, wenn man sich mal so anguckt, dass ein US-Heft auch seine 3,99 € kostet oder 4,99 € größtenteils und dann zwei dieser 4,99 € Hefte in einem deutschsprachigen Heft drin sind für 4,99 €, da merkt man selber, wenn man dann die Übersetzung bedenkt und all sowas, fand ich eigentlich immer, dass so ein Heft mit zwei US-Heften drin sehr günstig ist im deutschsprachigen Raum. Auf jeden Fall günstiger als im US-Raum. Ich denke mal, US-Sammler von euch kennen das. Da ist das Sammeln und Lesen definitiv ein bisschen teurer, wenn man die ganze Sache im Heftformat sammelt. Worauf ich jetzt eher nicht hinaus möchte, ist, dass im Prinzip ein US-Heft für 4,99 € mit deutscher Übersetzung nicht teuer ist. Es ist vielleicht teurer, wie es im Vorfeld der Fall gewesen ist, aber wenn man das Ganze so vergleicht und so, ist es im Endeffekt gar nicht mal so teuer, wenn man auf diese 4,99 € oder 3,99 € noch die Arbeitsübersetzung oben drauf rechnen würde. Aber ist es halt teurer, als es zuvor ist, deswegen ich gut verstehen kann, dass da jetzt wahrscheinlich viele Leute auf die Trade umsteigen würden und ich selber persönlich auch. Es liegt aber nicht daran, dass ich jetzt die Heftserie kicke aufgrund des Preises. Es liegt daran, ich bin in die Heftserie noch nicht eingestiegen und deswegen nutze ich dann jetzt halt die ganze Sache, um in die Trade-Serie einzusteigen. Wo ich allerdings aus der Heftserie ausgestiegen bin, ist Spider-Man, wo aktuell auch nur noch ein US-Heft, aber nee, da sind noch 52 Seiten für 5,99 €. Dafür kostet es aber 1 € mehr. Und da bin ich auch nicht aus preistechnischen Gründen ausgestiegen, da bin ich einfach aus lesestapeltechnischen Gründen ausgestiegen und habe das ganze Ding halt irgendwann gekriegt, weil es zu viel angesammelt hat. Und lustigerweise habe ich gerade vor mir die letzten beiden Hefte liegen, die ich mir noch gekauft hatte, was auch beides die Variant-Cover gewesen sind, weil an diesen Covern konnte ich nicht vorbeigehen. Ich habe für das Heft 8 bezahlt, für das auch 8, also 16 € für die zwei Hefte. Wobei wir da tatsächlich fast auf dem gleichen Preis sind wie beim Trade, weil hier drin sind auch mehr wie zwei US-Hefte und ein Trade kostet auch ca. 16 €. Ich weiß gar nicht, wo der Satz hin wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin bei Spider-Man nur ausgestiegen aus den Heften, weil ich die Trades umstellen wollte, weil sich so viel angesammelt hat und habe jetzt halt erst die Hefte 30 und 31 gelesen, was aber wie gesagt die letzten Hefte sind. Und im nächsten Trade 11 geht es dann bei mir mit dem Lesen weiter. Und die sind von letzten Jahr, die haben jetzt über ein Jahr bei mir auf dem Lesestapel gelegen. Und an der Stelle ist der gute Penny Wong gegrüßt und schreibt noch dazu: Zudem ist die Qualität der US-Hefte unterirdisch. Hast du auch recht, die Hefte im deutschsprachigen Raum oder sagen wir mal besser die Panini-Hefte, sagen wir es einfach mal so, haben auf jeden Fall eine bessere Qualität als die US-Hefte. Und gute Ken schreibt: Wir liegen aber zurzeit bei 5,99 € bis teils 7,99 € bei einem deutschsprachigen Heft und ja, ist halt ein Preisanstieg, aber ich kann es verstehen. Wir haben bessere Papierqualität, wir haben die Arbeit der Übersetzung und ich kann schon verstehen, dass da Panini 1, 2 € draufschlägt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es günstig ist es auch nicht mehr, aber es ist jetzt so ziemlich auf Augenhöhe mit dem Preis der US-Hefte und wer günstiger wegkommen will, liest wahrscheinlich eh die Trades. Und der gute Mr. Blue schreibt zu dem Thema noch: Wenn Batman und BM Detectives auf 7,99 € sind, bin ich raus, so schade es auch ist. Ja, das ist halt die Sache, wenn man das selber als zu teuer empfindet und sich das auch nicht mehr leisten möchte, kann man ja immer noch auf die Trades zurückgreifen, die dann definitiv günstiger sind, wobei es da ja auch eine Preiserhöhung gegeben hat. Und ich persönlich bin aus den meisten Heftserien außer bei Star Wars nur ausgestiegen, weil sich zu viel aus dem Lesestapel gesammelt hat. Und bei Star Wars bin ich jetzt auch nur wieder in die Heftserie eingestiegen und nicht auf Trade umgestiegen, weil ich da einfach nicht durchblicke bei den Trades. Weil ich finde es so mies, dass bei den Star Wars Heften nicht einfach eine Nummerierung für alle Trades genommen wurde, sondern da bringt man das Ganze ja als Einzelstories raus, was für mich ja total blöd funktioniert, wenn ich von den Heften auf die Trades umsteigen möchte. Und deswegen Star Wars ist mit Batman der Heftserie die einzige Serie, die ich aktuell noch im Heftformat verfolge. So, das ist ein bisschen ausufern geworden. Und dann sind wir auch schon bei Spider-Man 61 Finalausgabe. Die Spider-Man Heftserie ist zu Ende. Es kommt eine neue 1 demzufolge und
Ja gut, ich habe die Hälfte. Dann habe ich genau Hälfte, Hälfte. Ich habe hier Hälfte mal 31, wie gesagt, das ist das letzte Hälfte. Dann habe ich genau die Hälfte von meinem Heftformat hier liegen. Und die andere Hälfte werde ich mir dann Trade-Format holen, weil gerade kam dieser Gedanke, oh Gott, die ist beendet. Das könntest du ja doch noch die restlichen Hälfte nachkaufen. Aber es werden nochmal genauso viele Hälfte, wie ich bis jetzt von der Serie gekauft habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Trade-Format und Ben Reilly. Auf dem Cover auch drauf. Immer noch meine liebste Spider-Man-Version. Hat bei mir immer noch einen höheren Stellenwert als Peter Parker. Ich bin, glaube ich, der größere Ben Reilly als Peter Parker-Fan. Da auf der nächsten Seite Spider-Man 2099 Exodus, habe ich auch schon gesagt, wo der gute Fanny mit dabei war, werde ich mir holen. Und ich habe lustigerweise 90er Jahre Spider-Man 2099 Cover, oder besser gesagt US-Heft, wo fast das gleiche Cover wie hier ist, auch mit so einem Rahmen. Ich weiß nicht, ob das eine Hommage an das Cover sein soll oder ob das einfach ein Zufall ist. Und schade, dass die Ära mit Ben schon wieder endet. Achso, es geht um Ben. Diese Ära endet da. Das ist natürlich echt schade. Und ja, wie gesagt, Spider-Man Exodus werde ich mir definitiv holen und bei Spider-Man dann die Trades. Dann haben wir hier Amazing Fantasy präsentiert Spider-Man von Neil Gaiman unter anderem. Ist mal wieder so mehrere Autoren an einem Softcover mit 13 Seiten. Ist ein Vielleicht-Kandidat. Jessica Jones, die Varianz, absolutes Pflichtprogramm. Gail Simone schreibt das ganze Ding, feiere ich auch, die gute Dame. Und das Ding ist für mich auf jeden Fall Pflichtprogramm und mit eines der Highlights bis jetzt von dem Marvel-Programm, von den Sachen, die ich erblicken konnte. Punisher, irgendwie mit einem leicht kitschigen, dennoch schön und doch trashigen Cover, mit diesen Haien im Hintergrund, wirkt das irgendwie so leicht trashig, ist diese Barracuda-Story, steht auch hier Barracuda, habe ich leider nie gelesen. Problem ist, ich habe schon so viel von den Gus Ennis Run, dass sich diese Bände für mich leider echt nicht lohnen, da jetzt 100 Euro für auszugeben. Muss aber sagen, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv Knaller mit dieser ganzen Sache, dass man hier 1012 Seiten für 99 Euro bekommt. Und wer diesen Run noch nicht gelesen hat, sollte sich den definitiv reinziehen. Und der gute Rotwelch ist an der Stelle auch gegrüßt, genauso wie der gute Fritz Walter. Und da ich jetzt schon zwei Namen gesehen habe, die ich übersehen hatte, gucke ich mal, ob ich noch einen Namen übersehen habe. Aber sonst habe ich keinen Namen übersehen und lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Wir gucken weiter. Die unsterblichen X-Men 1. 20 Euro, Trade-Format, geschrieben von Kieran Gillen. Und ich denke mal, da werde ich einsteigen. Und es ist schon krass, was das wieder alles an X-Men-Serien veröffentlicht wird, nachdem es ja echt jahrelang gar nicht mal so viel, doch, es gab immer viel von den X-Men, aber jahrelang keine Heftserie mehr gegeben hat. Sagen wir es einfach mal so, jahrelang hat es keine Heftserie mehr gegeben, jetzt gibt es wieder eine Heftserie und etliche Trade-Serien. Und das Cover hier, das obere Variant-Cover, habe ich schon einige Mal auf Instagram als US-Heft erblickt und ist definitiv das nicere Cover. Muss ich mal gucken, vielleicht wird es das Variant, vielleicht das Standard-Cover, wird sich so und so geholt. Die Kang-Allianz, ich weiß, dass er dank dem guten Spitzkopf Larry, wie man Kang richtig ausspricht, nämlich Kang, und ja, werde ich mir nicht holen, ich bin kein Kang-Fan und demzufolge werde ich den Band auslassen. Secret Invasion, meine Nachbarn, die Skrulls, ist so ein Vielleicht-Titel, also werde ich mir EVTL-Punkt holen. Nicht unbedingt, aber vielleicht wird es bei mir landen. Was definitiv bei mir landen wird, ist Ant-Man, weil es von L. Irwin geschrieben wird und ein Solo-Band mit einer abgeschlossenen Miniserie ist. Hört sich mega interessant an für mich und werde ich mir holen. Und davon die Cover, das waren glaube ich 4 US-Hefte eigentlich gewesen, also 4 verschiedene Cover. Die hatte ich auch schon ein paar Mal auf Instagram gesehen und lange Rede, kurzer Sinn. Das werde ich mir definitiv holen und grüße an der Stelle den guten René H. und den oberen Ant-Man-Band, der wird sich definitiv gegönnt. Der untere Band hier, Ant-Man and the Wasp, den werde ich tatsächlich auslassen, weil Ant-Man ist jetzt nicht so die Figur, die mich interessiert, aber L. Irwin ist ein Autor, den habe ich jetzt definitiv auf meiner Flagge draufgeschrieben und da werde ich mir erstmal alles holen, wo der Name draufsteht. Auf der nächsten Seite haben wir dann Avengers, die Kang-Dynastie, 1 von 2, werde ich auslassen und habe ich auch schon hier stehen. Also die Kang-Dynastie, jetzt weiß ich es nicht hundertprozentig. Das letzte Mal konnte ich es nicht hundertprozentig sagen, jetzt sehe ich aber 1998 und dadurch weiß ich, das Ding habe ich definitiv schon in der Sammlung drin und brauche ich nicht. Und darunter der zweite Band, den ich logischerweise auch schon in der Sammlung drin habe, wobei so logisch ist es auch nicht. Vielleicht hätte ich mir nur den ersten Band geholt damals oder die ersten Hefte und wäre dann ausgestiegen. Und ihr merkt es selber wieder, ich habe heute wieder Bubblewasser getrunken und das ist an der Stelle auch die perfekte Überleitung für mich. Ich muss noch einen Schluck Wasser trinken. Oh, es gibt doch jetzt die Umfragenaktion, ne? Eine Fragerunde starten und der gute Fendi hatte mich eben noch dran erinnert gehabt. Ne, Fragerunde wollte ich nicht starten, ich wollte eine Umfrage starten. Und trotzdem habe ich es vergessen. Heute ist die große Frage aller Fragen. Ich mache mal so.
Echt spontane Fragen. Letztes Mal war es Invincible oder Black Hammer. Invincible hat gewonnen. Davor war es Marvel und DC. Und heute ist es. Wartet. Auch mal wieder. Ich habe es aber falsch geschrieben. Auch mal wieder so eine klassische Frage. Hat es funktioniert? Batman oder Spider-Man? Finde ich mal ganz lustig, weil es. Batman und Spider-Man sind so zwei Charaktere, die voll viele Leute als liebsten Helden haben, aber in seltensten Fällen sind beide bei den Leuten gleich hoch gerankt. Also es gibt eigentlich immer einen, der irgendein mehr fokussiert. Bei mir sind beide auch, was so die Comics meiner Sammlung angeht, auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich glaube, die meisten Comics in meiner Sammlung müssten von Batman, Superman und Spider-Man sein und danach kommt irgendein anderer Charakter, wahrscheinlich Witchblade oder sowas. Aber Batman, Spider-Man und Superman sind die Helden, die am meisten in meiner Sammlung vertreten sind und von denen ich auch echt die meisten Sachen habe und wo ich auch am lückenlosesten unterwegs bin. Und lange Rede, kurzer Sinn, würde mich freuen, wenn ihr euch beteiligt an der Umfrage und damit stürzen wir uns auf die nächsten Seiten. Thor, der mächtige Rächer, ist jetzt ein Reprint, hat es vor ein paar Jahren schon mal gegeben, habe ich vor ein paar Jahren schon ausgelassen, werde ich jetzt nochmal auslassen. Und wenn es eine oder einer von euch gelesen hat, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ding empfunden habt damals. Daneben dann James Foster und Mighty Thor, die Helden aus Thor, Love and Thunder in einer abgeschlossenen Geschichte. Ich glaube, das müsste die meisten Leute eher abschrecken, weil der Film war echt nicht gut, aber das Comic werde ich auch auslassen. Dann Hulk vs. Thor, Banner und Donner, ist auch ganz lustig. Im US hieß das ganze Event irgendwie Banner of War und ins Deutsch übersetzt wurde das Ganze dann in Banner und Donner. Soll es auch geben. Auf jeden Fall wird es sich definitiv geholt. Ich finde, das Cover sieht nice aus. Ich finde, wenn Thor gegen Hulk kämpft, eh immer interessant. Jetzt mal wieder in epischer Comicform auf 132 Seiten. Ich hoffe, es ist episch. Und habe ich richtig Bock drauf, werde ich mir definitiv holen. Dann haben wir noch hier Bruce Banner, Hulk, die Bücher des Thorns von Al Irving, Peter David. Und dann kann man eigentlich schon das Leben Lesen aufhören und müsste direkt Geld nach Panini werfen, um das Ding zu haben, weil Peter David, einer der besten Autoren am Hulk überhaupt, und das gleiche gilt auch für Al Irving. Und dann haben wir noch den guten Bill Mantlo am Start, über den ich jetzt aber gar nichts sagen kann, aber die anderen beiden feiere ich abgöttisch ab an Hulk. Und das Ding wird sich auch sowas von geholt. Und ich finde auch das Hulk-Cover nice. Ich mag auch diesen Hulk, wenn er so ein bisschen hässlicher gezeichnet ist, mit dieser nach vorne kommenden Stirn. Irgendwie mag ich das voll, wenn er so hässlich dargestellt wird. Und er sieht unglaublich hässlich aus auf dem Cover und das finde ich so schön an dem Cover, wird sich definitiv geholt. Dann Iron Man der Eiserne, bin ich eingestiegen in die Serie. Ich habe den ersten Band gelesen und gefeiert und habe den danach aus den Augen verloren. Bin total erschrocken, als das schon der vierte Band da draußen ist. Ich muss mir die anderen beiden Bände mal nachkaufen. Eternals 3, ersten Band habe ich noch hier liegen, aber auf dem Lesestapel muss ich noch lesen und dann beurteilen, ob ich mir den zweiten und dritten Band noch holen werde. Fantastic Four bin ich auch dran, habe aber davon Band und 9, ne, 8 und 9 noch auf dem Lesestapel. Sprich, ich muss erstmal die beiden lesen, bis ich dann sagen kann, ob ich mir den zehnten auch holen werde. Und Fantastic Four, lustigerweise eine Serie, die ich lückenhaft lese. Ich habe davon gelesen, eingestiegen bin ich mit Band Nummer 2, habe dann Band Nummer 3 gelesen, 4 ausgelassen, 5 wieder gelesen, die 6, 7, nee, die 6 wieder ausgelassen, aber 7 und 8 wieder hier stehen, irgendwie ein bisschen zerstört. Ich bin schon ganz überlegen, ob ich auch, wenn ich es schon gelesen habe, die Lücke nochmal auffülle und dann auch noch mir komplett reinziehe, damit ich dann den kompletten Run gelesen habe. Was war denn hier gerade los? Irgendwie ist das gerade so hell aufgeleuchtet und wäre gut gewachsen. Love and Thunder ohne Thor wäre gut gewesen. Ah, das könnte tatsächlich sein, dass er ohne Thor besser wäre. Einfach so als Comedy-Film. Ich fand jetzt auch nicht total kacke, ne? Aber auch ist nicht besonders gut. Irgendwie keine Ahnung. Irgendwas dazwischen. Lohnt es sich, die Iron Man der Eiserne Serie anzufangen? Fragt der gute René. Wie gesagt, ich fand den ersten Band echt gut und habe danach die Serie aus den Augen verloren. Und den ersten Band kann ich dir definitiv empfehlen. Aber durch die Halbjahresvorschau weiß ich, demnächst kommt der Matt Fraction Run nochmal raus. Und das ist definitiv der bessere Iron Man Run. Und kannst auch gerne mal den Livestream zum Halbjahresprogramm dir reinziehen von der Panini-Vorschau. Ich glaube, aktuell ist sogar noch die Halbjahresvorschau in der Beschreibung verlinkt. Ich lasse den Link so oder so drin, pack den von der Panini-Vorschau später nur noch dazu. Und lange Rede, kurzer Sinn, check gerne mal die Halbjahresvorschau ab, weil der Matt Fraction Run ist der bessere Run. Aber ich habe von dem Run auch nur das in den ersten Trade gelesen, weswegen ich das auch nur so halb beurteilen kann. So. Uiuiuiui. Ich wollte mich eigentlich jetzt auch auf die linke Seite stürzen, aber ich fange es mit meinem Highlight auf der rechten Seite an. Und zwar von Steven Sajic
Fine Print, elegante Fantasie, Liebe, Kunst und Tod. Die neue Serie von Stefan Sajic, Mastermind, dem Mastermind hinter Sonnenstein, demzufolge ein Topco-Titel von einem meiner absoluten liebsten Zeichner. Wenn der gute Sajic nicht mittlerweile sogar mein Lieblingszeichner geworden ist, sind wir mal alles zueinander. Stopp, aktuell ist er mein Lieblingszeichner. Es gibt nämlich kaum einen, den ich mehr abfeiere als den guten Sajic. Ihr wisst es selber auch schon, ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Topco, mein mit Abstand liebstes Comic-Label und demzufolge großer Fan, wird sowas von geholt und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das bis jetzt mein absolutes Highlight ist aus dieser Vorschau. Liegt aber daran, dass ich echt ein Hardcore-Topco-Fanboy bin und ein richtig harter Stephen Sajic-Fan bin. Und der gute Rensen85, der gegrüßt ist, hat gefragt, warum ich heute alleine bin. Habe ich am Anfang des Streams erklärt und lange Rede, kurzer Sinn. Der gute Fan, der hat heute leider keinen Laptop am Start und deswegen konnte er nicht mit dabei sein. Deswegen bin ich im Endeffekt alleine heute am Start. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Highlight hier, Stephen Sajic, boah, werde ich mir das Ding kaufen, also das ist auch so ein Ding, da würde ich am liebsten direkt das Geld dahin schicken, aber ihr wisst selber, falls ihr schon was länger heute dabei seid im Stream, ich habe heute schon sehr viel Verlust gemacht, deswegen habe ich nicht so viel Geld, was ich durch die Gegend werfen kann, aber das Ding werde ich mir definitiv kaufen. Auf der anderen Seite, Hulk Grau von Jeff Loeb und Tim Sale und wer das Ding noch nicht hat, ich wollte gerade sagen, da muss es sich holen, aber ich weiß nicht, ob es gut geht, aber ich gehe davon aus, dass es gut ist, weil die beiden zusammen sind halt der absolute Knaller, sind dafür bekannt, dass sie halt diese Geschichten gemacht haben, wie Spider-Man Blue, Daredevil Yellow oder auch Hulk Grau und ich habe leider von diesen ganzen Stories nur Spider-Man Blue gelesen und freue mich umso mehr, dass der Hulk Grau nochmal gereprintet wird und das Ding ist für mich absolutes Pflichtprogramm. Wer es noch nicht zu Hause stehen haben sollte, muss sich auch unbedingt das Ding hier holen, New Mutants, Höllenbeast, gnadenlos fette 80er-Jahre-Story, die einen einfach nur so um die Ohren geballert wird. Es gibt davon mittlerweile, glaube ich, schon 4 oder 5 verschiedene Prints im deutschsprachigen Raum. Ich muss aber sagen, mir gefallen diese Must-Have-Collection-Bände echt gut. Und deswegen kann ich auch für den Band definitiv eine Empfehlung raushauen. Wie gesagt, ich werde mir jetzt auch Hulk Grau in dieser Edition holen. Davon gab es, glaube ich, auch schon zumindest ein Printing im deutschsprachigen Raum. Darunter haben wir dann X-Men Magneto Testament, auch für mich absolutes Pflichtprogramm. Magneto, Greg Pak, Must Have. Also ist mal wieder ein Titel, wo es ungelesen schon gut finde, dass das in der Must Have Collection gelandet ist. Und daneben dann Silver Surfer Parabel von Stan Lee und Möbius, auch zwei absolute Legenden. Das Comic fehlt mir noch, habe ich noch nie gelesen. Und ja, also die Must Have Collection hat mal wieder 4 richtig gute Titel dieses Mal bekommen, wovon ich mir nur einen nicht holen werde. Und den hole ich mir auch nur nicht, weil ich ihn schon in der Sammlung habe. Und demzufolge sind das schon 2 absolute Knallerseiten, wenn das nicht sogar die Highlight-Seiten aus dieser Panini-Vorschau sind. Und bei Silver Surfer Parabel wäre es wichtig zu wissen, ob alt oder neu, Kolorierung Möbius ohne originale Kolorierung geht gar nicht. Und ich glaube, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Es ist gut möglich. Auf jeden Fall hat es gerade Geräusche im Flur gegeben und entweder ist meine Frau gerade nach Hause gekommen oder ein Schrank ist umgefallen. Wir hoffen mal, dass es meine Frau nach Hause gekommen ist und kein Schrank umgefallen ist und blättern dann direkt weiter in der Panini-Vorschau und sehen, doch, ich habe eine Stimme gehört. Das war meine Frau und kein Schrank, der umgefallen ist. Hi! Nicht, dass der jetzt irritiert ist und reingeballert vor allem, hier reingerannt kommt, falls man Hai gehört hat. Auf jeden Fall, Sajic, hier seht ihr nochmal seine Zeichnungen und der Mann kann doch einfach nur gnadenlos gut zeichnen. Jetzt klingelt es auch noch. Ich muss, glaube ich, doch mal gucken gehen. Ich bin sofort wieder da. Okay, ich glaube, das ist ein Klingelputzer. Matheser Hilfsdienst war das. Aber ich habe jetzt nicht mit denen gesprochen, meine Frau spricht gerade mit dem. Danke, Nutzer, wir machen weiter. Star Wars Sonderband, die Geschichte der Halcyon. Und darunter Star Wars Darth Vader 4 Crimson Rain. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ich liebe die Star Wars Comics, ich feiere sie gerade wieder echt ab. Aber die Frau ist daheim, gibt's bald was zu essen? Ich glaube, heute gehen wir tatsächlich essen. Nee, war eigentlich geplant, aber ich habe ja die Geschichte mit den 300 Euro erzählt. Anderes Thema. Und ja, Star Wars, wie gesagt, Comics lese ich, aber nicht im Trade-Format, da lese ich die Heftserie und bin da gerade dabei, eine Lücke voll zu machen. Und demzufolge kann ich heute auch echt nichts zu den Trades hier sagen. Und Mandalorian? Junior Gen 2. Ach, das ist dann einfach die Mandalorian. Season 2 steht hier auch schon drin.
auch total doof. Ich hatte mir dieses Mandalorian-Comic gekauft und hatte erst auch gedacht, dass es eine eigene Story ist. Aber das ist 1 zu 1 TV-Serie. Habe ich aber auch schon mal in einem anderen Video thematisiert. Aber an der Stelle seien jede und jeden von euch ausgerichtet, falls ihr euch jetzt das Mandalorian-Comic kauft, weil ihr einen neuen Mandalorian-Stoff erwartet, sei an der Stelle gesagt, dass das kein neuer Stuff ist, dass das einfach nur die Disney Plus Serie in Comicform ist. Falls ihr aber kein Disney Plus habt oder nicht gerne Serien guckt, aber gerne die Mandalorian Story euch reinziehen wollt, ist dafür definitiv eine Empfehlung rauszusprechen. Und ich glaube, damit sind wir schon fast durch mit Star Wars und sind dann auch schon wieder bei ein paar Sachen, wo ich mir zumindest zwei Sachen von kaufen werde. Also die Flüsse von London, meine Frau liest zurzeit die Bücher und ist total begeistert davon. Und ich habe dann parallel gesehen, dass es die Comics gibt und sehe sogar, dass gerade hier der 10. Band aktuell erscheint. Und vielleicht gucke ich mal in die Comics rein von die Flüsse von London, weil meine Frau, wie gesagt, hat gerade diese Buchreihe angefangen und hat da schon mal jetzt eine absolute Empfehlung für mich, also an mich zumindest schon mal rausgegeben. Und ich bin gewillt, in die Flüsse von London mal reinzugucken. Stranger Things, auch großer Fan, habe den ersten Band gelesen, habe danach die Comics aus den Augen verloren. Was ich mir aber definitiv reinziehen werde, ist das hier, und zwar Avatar, das Blut von Pandora, weil, wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen im Hype vom Film drin. Und dazu kommt noch, dass das ganze Ding vom guten Baby gezeichnet wurde. Der gute Herr hat jetzt zuletzt bei Topco was veröffentlicht. Wenn man auf Instagram folgt, wird die Cover gesehen haben, genau hier. Metal Society hat er jetzt zuletzt bei Topco rausgebracht. Und ich habe mit dem guten Herrn schon ein paar Mal geschrieben jetzt auf Instagram und ist ein pretty nice guy. Und allein deswegen werde ich mir das Comic kaufen, weil das jetzt jemand ist, den ich nicht kenne, aber ich habe schon mit dem geschrieben. Ist ein Topcore-Künstler, der jetzt hier was bei Dark Horse veröffentlicht hat. Demzufolge ist er nicht exklusiv unter Vertrag und ich bin halt gerade in diesem Avatar nicht Hype drin, aber ich versuche mich gerade so ein bisschen auf den Film zu hypen. Und wenn der Film kacke ist, werde ich mir das Comic nicht kaufen, sind wir mal ehrlich, weil der Film kommt jetzt nächsten Monat, das Comic kommt im Januar, sprich, ich kann dann im Januar entscheiden, ob ich es mir hole oder nicht, aber aktuell habe ich es definitiv vor. Und dreiteilige Serie, hier seht ihr die Zeichnung vom guten Herrn, er ist auf jeden Fall ein sehr guter Zeichner, finde ich, und habe ich Bock drauf. Dann auf der nächsten Seite Kingsborn, Pflichtprogramm, werde ich mir definitiv holen, und Buffy the Vampire Slayer, Band Nummer 9, für mich auch Pflichtprogramm, beides Sachen, die bei mir landen werden. Und demzufolge fängt der Independent-Bereich auf jeden Fall schon mal sehr stark an und ist damit auch schon wieder zu Ende, wir sind bei den Büchern. So kann es manchmal laufen und die Bücher überspringen wir, dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen, meinerseits zumindest. Alphons mit Spider-Man auf dem Cover drauf. Ey, ich finde es total ärgerlich. Ich hatte es mal im Livestream berichtet gehabt und ein paar von euch werden es vielleicht mal mitbekommen haben, dass Alphons hatte ja mal über die Comic-Tuber einen Bericht gemacht und hat da echt viel über mich geschrieben gehabt. Und demzufolge habe ich mir die Alphons auch gekauft, weil ich natürlich das cool fand, dass da mal in der Zeitschrift über mich berichtet wird und ich finde die Zeitschrift nicht mehr. Falls einer von euch oder eine von euch zu Hause diese iPhones hat, wo unter anderem über mich berichtet wird, wäre ich super dankbar, wenn die oder derjenige mir ein paar Fotos von dem Bericht schicken könnte und zuschicken, weil ich finde die Zeitschrift nicht mehr. Und jetzt kommt der Klassiker, ich wollte das mal meiner Mutter zeigen und habe die Zeitschrift nicht mehr hier liegen. Total ärgerlich, und demzufolge werden wir jetzt einfach mal weiterblättern und sind dann schon beim Manga-Programm von Panini angekommen, wo ich auch echt noch keinen einzigen von gelesen habe. Ich habe noch keinen Panini-Manga in meinem Leben in der Hand gehabt. Wäre alleine so von der Qualität mal ganz interessant. Ich muss mir mal einen Manga von Panini holen. Und halten wir uns fest, das absolute Highlight aus der Panini-Vorschau, das mit Abstand krasseste Highlight. Ich muss mich ein bisschen größer machen für die Dramatik. Wer hätte das gedacht? Das größte Highlight aus dieser Vorschau ist tatsächlich, wow, jetzt habe ich mich gedreht gehabt, ist tatsächlich im Crosscut-Programm. Und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, wird auch direkt sehen, was ich meine. Saga Band 10. Oh Gott, liebe ich Saga. Es gibt für mich keinen besseren Comic. Und falls jetzt hier gerade einer dabei ist oder eine dabei ist, die oder der noch nicht lange im Comic-Genre drin seid. Jungs, Mädels, sind wir mal ehrlich zueinander. Superhelden sind toll, machen Spaß. Aber die wirklich relevanten und krassen Themen werden größtenteils eigentlich im Independent-Bereich bearbeitet. Und da gibt es, glaube ich, kein Comic, das es besser hinbekommen hat als Saga. Und der gute Brian K. Vaughan hat auch nur eine Auszeit genommen bei der Serie, weil zwischen Band 9 und 10 waren das, glaube ich, 2 Jahre Platz zwischen, weil er eine kreative Auszeit brauchte, um halt wieder interessante Sachen erzählen zu können oder neue Sachen zu erzählen. Und ich sage es immer wieder, Saga ist für mich mit Abstand das Beste, was bis jetzt so im Comic Bereich erschienen ist. Ist vielleicht auch übertrieben. Nee, bei Saga ist es nicht übertrieben. Es gibt kein Comic, was ich mehr liebe, und
Sarah, kaufen, 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 kaufen. Kann man, glaube ich, auch gar nicht oft genug sagen in diesem Zusammenhang. Zieht euch Sarah rein. Wenn nicht, ist es echt eine Schande und ihr habt echt viel Geld für Sachen ausgegeben, die ihr besser in Sarah investiert hättet, als Sarah kaufen, lesen, lieben. So viel zu dem Thema. Dann Assassin's Creed werde ich auslassen. Finde ich auch ganz interessant, weil, es, also nicht das Comic als solches, sondern eher die Veröffentlichung, weil Assassin's Creed auch schon mal im Splitter-Verlag veröffentlicht wurde, aber anscheinend jetzt zu Crosscut gewechselt ist oder besser gesagt sich Crosscut die Lizenz jetzt anscheinend klar gemacht hat. Dann jene Tage, die verschwinden, zu nichts sagen dafür, dass ich jetzt was dazu sagen könnte. Was würdet ihr tun, wenn ihr plötzlich feststellen würdet, dass ihr nur noch an jeden zweiten Tag lebt? So geht es, oh, das hört sich schon sehr interessant an. Ich glaube, das wird bei mir landen. Arbeiten wir es noch weiter aus, wenn ich es dann gelesen habe. Monstrous 7 habe ich auch total gefeiert, habe die Serie aber irgendwann aufgehört zu lesen, weil ich einfach zu viele Serien verfolge und ist echt so eine Sache, die nur nicht mehr bei mir ist, weil ich halt einfach zu viele Sachen verfolge. Dann Judas, jede Geschichte braucht einen Bösewicht, werde ich wahrscheinlich, werd ich auslassen. Dann Marjorie Finnegan, temporal Kriminal. Also der Titel ist ja schon mal sehr geil. Das Cover lässt sich von mir nur so halb erblicken. Ist so ein vielleicht. Also da stellt man das über mir landen. Hey, wo sind nur all die Tiere hin? Werde ich auslassen. Grizzly Shark? Muss ich wahrscheinlich reinblättern. Ich stehe auf Trash, ich weiß aber nicht. Also der Titel ist schon hardcore trashig. Da kommt es drauf an, was man Trash-Level zu dem Band sagt. Dann Best of Grendel werde ich mir holen. Ich muss mir den ersten Band noch holen von Best of Grendel, weil ich habe ja schon so viel über Grendel gehört und muss mir unbedingt reinziehen. Es war ja sogar mal kurzzeit eine Netflix-Serie geplant, die dann doch wieder verworfen wurde aus finanziellen Gründen. Dann Firepower. Feiere ich auch total die Serie. Und Manifest Destiny bekommt mit dem achten Band das Finale. Finde ich schade, weil Manifest Destiny ist auch so eine Serie, die viel zu underrated ist. Zieht euch Manifest Destiny rein. Da geht es um Lewis und Clark, also die Leute, die damals ganz Amerika kategorisiert, die Karten gemalt haben von Amerika. Und ich weiß nicht, wie man Leute meint, die Karten malen. Kategoristen? Oh, schreibt es unbedingt mal gerade in die Kommentare rein, falls einer oder einer von euch weiß. Lange Rede, kurzer Sinn. Und die beiden sind halt dafür zuständig, ganz Amerika zu erforschen, zu gucken, welche Tiere es da gibt und was da sonst noch alles für ein Blödsinn rumrennt und erleben dabei halt unglaubliche Abenteuer, wo sie gegen Monster, gegen Pflanzen, Zombies und sonst alles kämpfen. Und es ist eine unglaublich tolle, gezeichnete, toll geschriebene, abwechslungsreiche Serie, die man sich definitiv mal angucken sollte. Und Kartografie. Ja, Mann. Es sind Kartografen demzufolge. Und lange Rede, kurzer Sinn, zieht euch diese Serie rein. Manifest Destiny, absolute Empfehlung. Und Saga, Band 10, dann tatsächlich mein absolutes Highlight. Und ich freue mich trotzdem fast genauso sehr auf den Steven Sajic Band. Und ja, ich bin in dem Fall definitiv ein Fanboy. Demon Slayer will ich mir auch unbedingt noch reinziehen, weil ich da auch nur Gutes drüber höre. Apo Sims ist mittlerweile Band Nummer 9. Abschlussband. Ich habe davon damals den ersten gelesen, fanden ganz gut, fanden nur ein bisschen unordentlich gezeichnet oder wirr gezeichnet und habe deswegen auch gar nicht weiter verfolgt, die Serie. Und da habe ich sogar die ersten drei Bände gelesen. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich schon den ersten oder die ersten drei gelesen habe. Aber ist auch eine interessante Serie und obendrauf von dem Zeichner, der auch Blame gezeichnet hat, was meine Enttäuschung vielleicht so ein bisschen an der Serie gewesen ist, ist, dass der gute Herr hier komplett anders als bei Blame zeichnet und irgendwie finde ich ihn bei Blame persönlich besser. Und JoJo Bizarre Adventure ist einer der wenigen Manga, wo ich mich dazu entschieden habe, mir nur den Anime reinzuziehen, einfach damit es eine Serie weniger ist, die ich lese, weil ich einfach zu viele Serien verfolge, um alles auch zu Ende zu lesen, was ich irgendwann mal angefangen habe. Und demzufolge dachte ich mir, JoJo Bizarre Adventure ziehe ich mir einfach nur im Anime vor allem. Anime. Ist so eine Mischung aus Eminem und Anime. Genauso wie ein Arbeitskollege von mir, der Kerem heißt, den ich auch gerne mal Kerinem nenne. Hört sich das nicht lustig an? Eine Mischung aus Kerem und Eminem, Kerinem. Also wenn ich Rapper wäre und Kerem heißen würde, würde ich mich definitiv Kerinem nennen. Aber das wiederum ist ein komplett anderes Thema. Und jetzt habe ich irgendwas aufgewirbelt. Staub hoffentlich. Und ich glaube, damit sind wir durch für die Panini-Vorschau. Und eigentlich wollte ich euch jetzt auch noch ein kleines Update geben, was hier meine Baukünste angeht. Weil ich hatte es schon mal erwähnt gehabt oder auch schon in einem der letzten Livestreams gezeigt. Ich mache jetzt mal die Kommentarfunktion ein bisschen größer und packe euch hier an die Seite hin. Weil der gute Stefan aus Dudes Comic Corner hatte mir die Nanoblocks zugeschickt. Und ich dachte eigentlich, dass ich den guten Raupi hier fertig bekomme.
komme, aber ich habe die Tage keine Zeit gefunden. Deswegen vom Raupi immer noch nur der Pokéball am Start ist und Raupi immerhin schon angefangen wurde zu bauen. Ihr seht es schon, es ist halt so eine Pixel-Optik und so viel fehlt mir gar nicht mehr. Und ihr seht es ja selber, diese Teile, die sind übertrieben klein. Also dagegen sind andere Klemmbausteinhersteller auf jeden Fall irgendwie riesige Bauklötze am Herstellen. Also es sind so ziemlich die kleinsten Klemmbausteine, die ich jemals gesehen habe. Und dabei ist einer der kleinsten mir verloren gegangen. Allerdings packen die immer jede Menge Ersatzteile mit da rein und demzufolge war glücklicherweise eins der verlorenen Teile von mir eins der Ersatzteile, die dabei gepackt wurden. Und jetzt hat der gute Juice Comic Corner mir wiederum verraten, dass Nanoblock, dass es sogar Blogs gibt, die über Nanoblock berichten, was das gar nicht mal so verwunderlich ist, aber die wiederum haben Bauanleitungen zusammengesteckt für die ganzen Ersatzteile, die hier überbleiben, weil das ist jetzt nicht so wie bei anderen Klemmbausteinherstellern, dass man danach so 5-6 Teile über hat, wenn man so einen Nanoblock fertig baut. Also beim Sonic zum Beispiel hatte ich danach, glaube ich, 20 oder 30 Teile über. Eher 20 als 30. Ich möchte das nicht übertreiben. Und wenn ihr euch Raupi anguckt, da fehlt mir jetzt noch 2 Bauschritte, dann ist Raupi fertig. Also ein Bauschritt ist hier meistens ein bisschen länger, aber ich habe noch verdammt viele Teile hier liegen und sieht auch so aus, dass hier wieder locker 20 Teile überbleiben werden. Und falls eine oder einer von euch einen dieser Blocks kennt, wo sie diese ganzen Nanoblock-Überreste, die aus diesen Tütchen überbleiben, verwursten, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare rein. Und ich sage es an der Stelle nochmal, es ist halt krass, wie viel, ich sag mal, Spiel- oder Bauspaß man hier fürs Geld geboten bekommt. So ein Set kostet beim guten Jutsu so zwischen 10 bis 12 Euro, je nach Set. Es gibt wahrscheinlich auch welche, die 20 kosten. Das sind dann halt noch mehr Bauteile. Und in so ein 10 bis 12 Euro Set hat man so im Schnitt so 170 Teile. Also dieses Raupi sind 170 Teile, obwohl es gar nicht danach aussieht. Und das wiederum liegt halt daran, dass das halt so extrem kleine Teile sind, die Nanoblock da verwendet. Und ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin jetzt nie der größte Fan davon, so Klemmbaustein, Kunstwerke hinter mir im Regal stehen zu haben. Der Pokéball wird aber definitiv dauerhaft hier hinter mir im Regal stehen zu sein, weil den finde ich sau cool. Und obendrauf kommt der Faktor, mir macht halt nicht das Bauen immer sehr viel mehr Spaß, als danach diese gebauten Sachen im Regal zu betrachten. Deswegen ist das für jemanden wie mich halt hier die optimale Form, weil man hier für recht wenig Geld recht viele Bausteine bekommt. Und wenn ihr Bock habt, euch das Ganze mal reinzuziehen, checkt gerne mal den Link in der Beschreibung ab. Da habe ich euch den guten Dudes Comic Corner verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze mal reinziehen. Und nächste Woche Mittwoch, wo unter anderem der gute Dudes Comic Corner, nicht der gute Dudes Comic Corner, der gute Andys Comic Bude unter anderem mit dabei ist, werde ich euch definitiv das fertige Raupi präsentieren und würde mich freuen, wenn ihr den guten Dude mal abcheckt. Und damit sind wir durch für die heutige Panini-Vorschau am Freitag. Wir haben jetzt 6:30, sprich ich werde mir gleich erstmal was zu essen reinziehen. Ich habe nur heute Morgen 2 Brötchen gegessen. Das war es, alles, was ich bis jetzt gegessen habe. Demzufolge, mal gucken, wenn ich das Mikrofon an meinen Bauch dran halte. Hört ihr das? Hört man überhaupt was? Hört man den Herzschlag? Also ich sehe auf jeden Fall was ausschlagen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jetzt meinen Herzschlag gehört habt. Auf jeden Fall, Jungs und Mädels, ich wünsche euch allen ein saugutes Wochenende. Hoffe, dass ihr viel mehr Glück habt, als ich es heute gehabt habt. Und falls ihr euch gerade fragt, was meint ihr mit Glück, guckt gerne nochmal den Stream von Anfang. Da habe ich so eine kleine Real Talk Story erzählt in dem Moment, wo der gute Kanara Kanalmitglied geworden ist. Und checkt auch gerne die Kanalmitgliedschaft ab. Und bevor wir jetzt hier noch aufhören, werde ich jetzt gerade noch die Umfrage beenden und Batman hat knapp gewonnen. Es waren insgesamt 22 Stimmen mit dabei. Ne, 25 Stimmen. Und Batman hat mit 51% gewonnen. Und 47% für Spider-Man. Wie funktioniert das denn? Da sind ein paar Prozent verloren gegangen. Ich selber habe leider gar nicht abgestimmt. Ich hätte selber gerne auch noch abgestimmt. Aber egal, Jungs und Mädels, ihr merkt doch schon, ich bin nicht der Beste in sich verabschieden. Ich rede dann immer weiter, wo ich schon längst aufgehört haben wollte. Und wünsche euch... Ah, jetzt ist hier auch nochmal aufgeploppt. Ihr seht es auch hier, 51 und 47. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jungs und Mädels, schönen Abend, bleibt gesund und ein wunderschönes Wochenende. Haut da rein!